Willkommen zur Einführung in die Informatik für Geisteswissenschaftler. Dieses Video ist entstanden im Rahmen der gleichnamigen Veranstaltung an der Universität Paderborn. In diesem Video soll es weiterhin um die Registermaschine gehen. Ich möchte dir ein kleines Beispiel vorstellen, wie wir ein einfaches Programm für die Registermaschine schreiben können. Konkret soll es darum gehen, dass wir einfach eine Folge von Zahlen haben. Sagen wir haben die Zahlen 5, 6, 7, 8 und 9 und wollen die nun zueinander addieren. Das Programm soll als Eingabe diese Zahlen entgegennehmen, sie sollen also auf dem Eingabeband der Maschine stehen, und dann soll die Maschine loslaufen und diese Zahlen zueinander addieren. Dafür müssen wir uns alle diese Zahlen natürlich irgendwie merken, wir müssen irgendwo diese Summe bilden. Zu dem Zweck können wir nun die Register der Maschine verwenden. Wir müssen aber auch wissen, wann die Eingabe denn endet, also wie viele Zahlen wir denn als Eingabe zu erwarten haben. Dafür gibt es zwei Möglichkeiten. Wir können entweder am Anfang einmal sagen, wie viele Zahlen auf dem Eingabeband stehen werden, oder aber, und das ist die Variante, für die ich mich hier entschieden habe, wir kennzeichnen das Ende der Eingabe mit einem bestimmten Wert. Ich habe hier beschlossen, dass das die 0 sein soll, da man die 0 wohl kaum vernünftigerweise zu irgendetwas addieren möchte. Die 0 ist in diesem Fall sozusagen ein Sonderzeichen, mit dem wir für dieses Programm das Ende der Eingabe markieren. Von der Idee her entspricht das etwa dem, was wir von der Tastatur auf dem Computer auch kennen. Dort drücken wir die Eingabetaste oder Return-Taste, wenn wir eine Eingabe in ein einfaches Textfeld abgeschlossen haben, beispielsweise wenn wir bei einer Anmeldung einen Benutzernamen oder ein Passwort eingeben. Hier kennzeichnet also die 0 das Ende der Eingabe. Als Ausgabe soll die Maschine dann die Summe der eingegebenen Zahlen liefern. Wenn wir zum Beispiel die Zahlen 9, 6 und 10 auf dem Eingabeband stehen haben, sollen diese addiert werden und 9 plus 6 plus 10, also 25, ausgegeben werden. Dieses Resultat soll dann also auf dem Ausgabeband stehen. Jetzt müssen wir uns überlegen, wie wir dazu vorgehen. Wir müssen die Zahlen alle einlesen und sie dann addieren. Auch da gibt es wieder verschiedene Möglichkeiten, wie wir das machen können. Eine besteht darin, dass wir zunächst alle Zahlen in separaten Registern speichern, beginnend mit 1, weil wir den Akkumulator immer für Berechnungen freihalten müssen. Dann könnten wir anschließend die Summe berechnen, indem wir zunächst den Wert aus Register 1 in den Akkumulator laden, dann den Wert aus Register 2 dazu addieren, dann den aus Register 3 und so weiter. Außerdem müssten wir mitgezählt haben, wie viele Zahlen wir vom Eingabeband gelesen haben, um zu wissen, bis zu welchem Register wir nun laufen müssen. Das wäre schon einigermaßen kompliziert. Einfacher ist es, wenn wir jede Zahl, sobald wir sie gelesen haben, sofort zu unserer vorläufigen Summe addieren. Am Anfang haben wir noch gar keine Zahl gelesen, unsere Summe beträgt also vorläufig 0. Das ist das sogenannte neutrale Element bezüglich der Addition. Wenn wir nun vom Eingabeband die erste Zahl lesen, beispielsweise eine 9, würden wir diese sofort zu dieser Summe addieren. Unsere vorläufige Summe wäre dann also 9. Diesen Wert müssen wir uns in einem Register merken, indem wir die vorläufige Summe speichern. Dann können wir die nächste Zahl einlesen, beispielsweise eine 6. Auch diese addieren wir dann zu der vorläufigen Summe, haben dann also 9 plus 6, sprich 15, als neue vorläufige Summe, die wir wieder speichern. Weder die Zahl 6 noch die Zahl 9 für sich genommen interessieren uns jetzt noch, da wir ja nur die Summe berechnen wollen. Die einzelnen Werte können wir also durchaus vergessen. So fahren wir nun fort und lesen Zahl um Zahl vom Eingabeband und addieren sie zu unserer vorläufigen Summe. Lesen wir nun eine 10, würde diese zu der vorläufigen Summe von 15 addiert und die neue vorläufige Summe 25 gespeichert. Unsere Summenregister speichert also zu jedem Zeitpunkt die Summe aller bisher gelesenen Zahlen. Das ist die Invariante, also eine jederzeit geltende Tatsache innerhalb unseres Algorithmus, den wir hier gerade entwerfen. Das bedeutet dann aber auch, dass wenn wir alle Zahlen aus der Eingabe gelesen haben, wir auch die Summe aller Zahlen gebildet haben. Und das ist genau das, was wir vorhatten. Damit haben wir also schon mal gezeigt, dass unser Algorithmus genau das leistet, was wir uns von ihm versprochen haben. Wenn wir dann schließlich am Ende der Eingabe den Wert 0 vom Eingabeband lesen, wissen wir, dass wir nun fertig sind, es kommen keine weiteren Zahlen mehr und können die Summe ausgeben. Formulieren wir das jetzt einmal im Pseudocode, in der Art, wie unsere Algorithmen bislang schon ausgesehen haben. In einem ersten Schritt sollten wir uns ein Register reservieren, das ich hier einmal Summe nennen möchte. Dem weisen wir den Wert 0 zu. Wir lesen dann den ersten Summanden ein. Im ersten Durchlauf ist das der erste. Warum dann noch beziehungsweise nächsten steht, werden wir gleich sehen. Diesen Summanden nenne ich einmal S, damit ich mich gleich leichter auf ihn beziehen kann. Wenn dieser Summand eingelesen ist, überprüfen wir als erstes, ob es eine 0 ist. Es könnte ja sein, dass gleich als erstes auf dem Eingabeband eine 0 steht und wir also eigentlich gar nichts zu tun haben. Dann könnten wir gleich die Summe ausgeben, die in dem Fall 0 wäre. Das ist ja der Wert, den wir im ersten Schritt als Summe gespeichert haben. Wir hätten also ein korrektes Ergebnis ausgegeben. Wenn das hingegen nicht der Fall ist, wir also keine 0 gelesen haben, müssen wir diesen Wert zur bisherigen Summe addieren. Bei dem Beispiel von eben hätten wir also die 9 gelesen und würden sie zur bisherigen Summe 0 addieren.
Hier sehen wir auch, warum wir am Anfang 0 in der Summe stehen haben müssen. Hätte Summe dort einen anderen Wert, hätten wir jetzt schon eine verfälschte Summe berechnet. Im Register für die Summe steht also nun 9 und diesen Wert müssen wir wieder speichern, denn unsere Berechnung, das haben wir schon im Hinterkopf, kann immer nur im Akkumulator durchgeführt werden und da müssen wir aufpassen, dass wir den Wert darin nicht verlieren. Deshalb ist es sinnvoll, ein separates Register für die Speicherung der Summe zu verwenden. Da überlegen wir uns aber gleich noch, wie wir das genau machen. Den Wert speichern wir also wieder und wiederholen das ganze Spiel ab Schritt 2. Jetzt erkennen wir auch den Grund, warum dort in Zeile 2 steht, lies den ersten bzw. nächsten Summanden S ein. Denn jetzt wird natürlich der nächste Wert vom Eingabeband gelesen, also der nächste Summand. Im Beispiel von eben würde nun die 6 eingelesen. Wir würden wieder überprüfen, ob es sich bei dem gelesenen Wert um eine 0 handelt. Das tut es nicht, also machen wir den nächsten Schritt. Wir addieren die 6 zu der 9 hinzu und speichern diese Summe, die wir nun errechnet haben, 15. Dann springen wir wieder zu Zeile 2 und lesen den nächsten Wert ein. Jetzt lesen wir zum Beispiel eine 10. Wir überprüfen wieder, ob das eine 0 ist. Nein, das ist offenbar nicht der Fall. Also addieren wir den gelesenen Wert zur bisherigen Summe und erhalten 25. Diese Summe speichern wir wieder. Nun wiederholen wir das Ganze erneut. Als nächstes lesen wir vom Eingabeband jetzt die 0. Nun folgt wieder unsere Abfrage in Schritt 3. Ist dieser Wert, den wir gerade gelesen haben, eine 0? Ja, das ist so. Es ist tatsächlich eine 0. Also springen wir zur Ausgabe und damit ist hier die Zeile 8 gemeint. Das ist hier nicht so ganz klar formuliert. Dort steht nun, dass die Summe ausgegeben werden soll. Das wäre also unser Programm. Jetzt müssen wir dieses Vorgehen allerdings noch für eine Registermaschine beschreiben. Wir sind ja im Moment noch auf einem relativ informellen Niveau. Ein Mensch könnte diesen Algorithmus so ausführen, so durchspielen und würde damit ziemlich sicher zu dem richtigen Ergebnis kommen. Aber für die Maschine reicht das noch nicht aus. Da müssen wir noch präziser werden. Als Zwischenstufe, um dahin zu kommen, möchte ich zunächst noch etwas anderes einführen, nämlich ein sogenanntes Ablaufdiagramm. Das erleichtert es einem häufig, dann später ein solches Programm für die Registermaschine zu schreiben, weil wir uns hier den Ablauf noch einmal klarer verdeutlichen müssen, um ihn jetzt sauber aufschreiben zu können. Links sehen wir noch einmal unseren Pseudocode, den wir gerade schon gesehen haben. Den habe ich hier in diesen grauen Kasten geschrieben. Auf der rechten Seite soll jetzt das Diagramm dazu entstehen, in dem wir den Ablauf unseres Programms darstellen wollen. Wir beginnen natürlich mit dem Start. Als erstes wollen wir nun eine Anweisung ausführen. Wir wollen nämlich Summe, also das, worin unsere Summe gespeichert werden soll, zunächst einmal auf den Wert 0 setzen. Das entspricht genau dem, was wir links in Zeile 1 stehen haben. Diese grauen Kästchen in dem Diagramm kennzeichnen eine Anweisung, die innerhalb der Maschine ohne weitere Interaktion stattfindet. Unsere nächste Anweisung, Zeile 2, erwartet jetzt eine Eingabe. Das heißt, wir greifen jetzt auf das Eingabeband zu. Zugriffe auf das Eingabeband und auch auf das Ausgabeband sind immer mit diesen rosafarbenen Parallelogrammen gekennzeichnet, sodass man die ganz gut auseinanderhalten kann von den anderen Anweisungen. Das ist ganz praktisch für die Übersichtlichkeit unseres Blockdiagramms, das wir hier gerade erstellen. Wir lesen also jetzt einen Summanden vom Eingabeband. Jetzt müssen wir als nächstes überprüfen, ob dieser zufälligerweise schon eine 0 ist. In Zeile 3 fragen wir ja nach, ob dieser Wert eine 0 ist. Wenn ja, sollen wir zur Ausgabe gehen. Genau das schreiben wir nun hier hinein. Diese blaue Raute kennzeichnet eine Abfrage, eine Entscheidung, einen bedingten Sprung. Wenn die Bedingung, die dort formuliert ist, zutrifft, die Antwort auf diese Frage also ja ist, ja, der Wert von S ist gleich 0, können wir jetzt die Summe ausgeben. Wir sehen auch in diesem Diagramm sofort, dass Summe auf diesem direkten Weg, wenn also sofort eine 0 gelesen wurde, immer noch den Wert 0 hat, also auch die korrekte Summe ausgegeben wird. Es ist ja nichts addiert worden und der Wert 0 käme heraus. Und dann kann die Maschine anhalten und wir sind fertig. Der interessantere Fall ist aber natürlich, dass der Wert von S nicht gleich 0 ist, sondern eine andere Zahl, zum Beispiel eben die 9, eingegeben worden ist. Wenn das der Fall ist, wollen wir nun berechnen Summe plus S. Unsere Summe hat in unserem Beispiel bisher den Wert 0 plus 9 ergibt 9. Und diesen Wert speichern wir nun in Summe. Wir setzen also Summe auf Summe plus S. Summe erhält also einen neuen Wert. Der alte Wert von Summe ist verloren gegangen, das macht aber nichts, weil wir an dem nicht mehr interessiert sind. Wir haben jetzt die Summe neu berechnet. Und was machen wir jetzt? Jetzt wollen wir den nächsten Wert aus der Eingabe lesen. Naja, das machen wir dann ganz einfach, indem wir hier einen Pfeil zurück einbauen. Damit erzeugen wir eine sogenannte Schleife, etwas, das wiederholt ausgeführt werden soll. Wir kommen jetzt also wieder zu der Anweisung Eingabe von S. Wir lesen dann den nächsten Wert aus der Eingabe. Wir überprüfen wieder, ob dieser Wert gleich 0 ist. Wenn das beispielsweise eine 6 war, addieren wir jetzt Summe, wo derzeit der Wert 9 gespeichert ist, plus den neuen Wert 6 und speichern die Summe 15 in Summe. Und dann wiederholen wir das Spiel. Wir lesen den nächsten Wert ein, eben zum Beispiel den Wert 10, überprüfen wieder, addieren. Summe hat jetzt also den Wert 25. Dann lesen wir den Wert aus der Eingabe, der in unserem Beispiel nur die 0 wäre. In der blauen Raute ergibt die Abfrage nun Ja als Ergebnis und wir folgen dort daher entsprechend dem Ja-Zweig, geben Summe aus und die Maschine hält an. Unsere Summe ist korrekt berechnet worden.
Wir sind immer noch nicht bei der Registermaschine angekommen. Das wird nun der nächste Schritt sein. Wir gehen jetzt so vor, dass wir Block für Block, den wir hier in dem Ablaufdiagramm haben, in Registermaschinencode übersetzen können. Zunächst einmal müssen wir uns überlegen, wo wir denn jetzt unsere Summe und unser S speichern wollen. Wir werden gleich sehen, dass wir für das S gar kein separates Register brauchen, weil wir es direkt in den Akkumulator laden können, wenn wir ein bisschen geschickt vorgehen. Wir könnten das auch in einem Register speichern, aber ich mache das hier ein bisschen einfacher. Das einzige Register, das wir benötigen, ist das Register für Summe. Darin berechnen wir also Runde um Runde die Summe. Wir können dafür ein beliebiges Register außer dem Akkumulator verwenden. Ich verwende Register 1. Wir wollen jetzt also als allererstes dieses Register 1 auf 0 setzen. Wie machen wir das? Nun, direkt in das Register hinein können wir nicht schreiben. Wir müssen uns zunächst einen Wert in den Akkumulator holen, und zwar den Wert 0, und diesen dann im Register 1 speichern. Wie holen wir den Wert 0 in den Akkumulator? Load lädt einen Wert in den Akkumulator und gleich 0 besagt, dass wir die Zahl 0, nicht das Register 0 in den Akkumulator laden. Das Register 0 in den Akkumulator zu laden wäre ja auch wenig sinnvoll, da das Register 0 ja der Akkumulator selber ist. Die Zahl 0 laden wir also jetzt in den Akkumulator und speichern sie anschließend im Register 1, Store 1. Damit haben wir also den Wert von Summe, den Wert von Register 1, auf 0 gesetzt. Jetzt lesen wir vom Eingabeband. Das können wir machen, indem wir einfach Read 0 sagen. Wir könnten auch ein anderes Register hinter Read angeben, um es dort zu speichern. Aber ich mache es mir, wie gesagt, einfach und speichere diesen Wert S direkt im Akkumulator. Read 0 liest also den Wert an der aktuellen Position des Eingabebandes und speichert ihn im Register 0. Im Register 0 steht jetzt also der gerade gelesene Wert, zum Beispiel 9. Jetzt muss die Überprüfung stattfinden. Jump 0, das ist die Abfrage, ob etwas gleich 0 ist oder nicht gleich 0 ist. Dahinter müssen wir natürlich noch eine Zeilennummer angeben, aber das können wir im Moment noch nicht, weil wir in diesem Blockdiagramm gar keine Zeilennummern haben. Wir haben hier die Pfeile dran, deshalb reicht uns das für den Augenblick, wenn wir hier einfach ein Jump 0 hineinschreiben, das wir nachher noch um eine geeignete Zeilennummer ergänzen müssen. Wir machen in dem Diagramm nach unten hin weiter. Wir könnten auch links weitermachen, aber wir machen erstmal nach unten hin weiter, weil das der einfachere Zweig ist. Jetzt sollen wir ja, so steht es da, die Summe ausgeben. Wo steht Summe? Die steht in Register 1. Was ist der Befehl für die Ausgabe, also um etwas auf das Ausgabeband zu schreiben? Der Befehl heißt Write. Also geben wir mit Write 1 den Wert aus Register 1 auf das Ausgabeband aus. Und Halt ist nun wirklich einfach zu übersetzen. Jetzt müssen wir noch die Anweisungen da links in dem Nein-Zweig in Maschinencode übersetzen. Setze Summe auf Summe plus S heißt es dort. Wie machen wir das? Wir müssen zunächst Summe plus S berechnen. Wo steht S, der gerade gelesene Wert? Der steht im Akkumulator. Wo steht die Summe? In Register 1. Das heißt, wir müssen zu dem Wert im Akkumulator den Wert aus Register 1 addieren. Wie machen wir das? Mit dem Add-Befehl. Mit Add 1 addieren wir zu dem Wert aus dem Akkumulator, also S, den Wert aus Register 1. Dann speichern wir diesen Wert wieder in unserem Register, indem wir die Summe speichern, also im Register 1. Wir sagen also Store 1. Damit sind wir jetzt im Grunde genommen fertig. Dieses Diagramm müssen wir jetzt nur noch linearisieren, das heißt in einer Folge von Befehlen aufschreiben. Wir beginnen mit dem ersten Befehl. Load gleich 0, dann Store 1. Read 0, dann kommt das Jump 0, bei dem wir noch eine Zeilennummer ergänzen müssen, wohin dort gesprungen werden soll. Dann schreiben wir als nächstes, weil wir mit dem Jump 0 ja sozusagen wegspringen aus dem eigentlichen Kern des Programms, die Anweisungen auf, die in der Schleife stehen. Add 1 und Store 1. Dann müssen wir diesen Rücksprung zu Read 0 machen, das ist der Pfeil, der nach oben zeigt. Hinter diesem Rücksprung können dann unsere restlichen Anweisungen Write 1 und Halt kommen. Was ich gerade beschrieben habe, ist nun genau das Programm, wie wir es hier jetzt aufgeschrieben sehen. Load gleich 0, Store 1, das ist genau das, was wir in dem ersten Kasten oben stehen hatten. Read 0 war das nächste, was dann kam. Dann folgt Jump 0. Und wo springen wir hin? In die Zeile 7, denn da stehen nun unsere beiden Anweisungen aus dem Ja-Zweig Write 1 und Halt. Direkt hinter das Jump 0 kommen dann die Anweisungen, die auszuführen sind, wenn die Bedingung nicht erfüllt ist, also der Nein-Zweig. Dort führen wir jetzt genau die Befehle aus, die wir in der Schleife stehen hatten. Add 1, Store 1. Dann bleibt noch dieser Pfeil. Den hatten wir in dem Diagramm nicht als Befehl stehen, aber das ist jetzt genau der Rücksprungbefehl, den wir ausführen müssen. Wohin müssen wir springen? Da müssen wir jetzt noch einmal genau gucken. Zu der Anweisung Read 0 sollte es gehen. Also müssen wir hier nachgucken, in welcher Zeilennummer Read 0 steht. Das ist die Zeile 2, also müssen wir hier Jump 2 einfügen, also zu Zeile 2 zurückspringen. Nachdem wir dieses Programm jetzt geschrieben haben, wollen wir einmal ausprobieren, ob das auch tatsächlich funktioniert. Dafür gehe ich wieder an meine Registermaschine und führe das Programm einmal durch. Gut, hier haben wir also jetzt unser Programm stehen, genau wie es eben auf den Folien stand. Hier oben haben wir unser Eingabeband, wieder mit der Beispieleingabe 9610 und abgeschlossen durch eine 0. Das Ausgabeband ist leer und unsere Register sind natürlich auch leer. Jetzt können wir die Schritte einfach nach und nach einmal durchspielen. Das ist auch genau das, wie man das sinnvollerweise macht.
wenn man wissen möchte, ob ein Registermaschinenprogramm tatsächlich das tut, was es tun soll. Man muss es ausprobieren. Wir stellen auch noch ein kleines Werkzeug dafür bereit, einen Registermaschinensimulator, den ihr verwenden könnt, um das automatisiert im Browser auszuführen. Aber es ist auch immer sehr hilfreich, das einmal von Hand tatsächlich zu machen, selber durchzuführen und zu gucken, was da passiert. Insbesondere auch in der Klausur werdet ihr natürlich keinen Registermaschinensimulator zur Verfügung haben. Da müsst ihr das also selber können. Auch so hilft das aber, glaube ich, für das Verständnis. Und genau das wollen wir also jetzt einmal machen. Wir spielen das Programm also jetzt einmal durch. Der erste Befehl, der hier steht, besagt load gleich 0. Das heißt, wir sollen den Wert 0, gleich 0 besagt, der Wert 0 soll genommen werden. Er soll geladen werden und laden heißt immer in den Akkumulator. Das heißt, im Akkumulator steht also jetzt eine 0. Dann soll anschließend, wandert unser Befehlszähler einen weiter und wir führen den nächsten Befehl aus und der besagt Store 1. Wir sollen also den Wert nehmen, der im Akkumulator steht und im Register 1 speichern. Das ist, also hier haben wir jetzt eine 0 drin stehen. Das ist das Register, in dem wir unsere Summe speichern wollen. Das werden wir gleich noch sehen. Dann wandert unser Instruktionszähler, unser Befehlszähler wieder einen Schritt weiter und wir führen den Befehl aus read 0. Read besagt jetzt, dass wir etwas aus der Eingabe lesen sollen. Wir gucken also nach, wo unser Eingabekopf steht, welches Zeichen dort steht oder welche Zahl dort steht. Das ist die Zahl 9, die merken wir uns und unser Eingabekopf wandert einen Schritt weiter. Die 9 haben wir jetzt im Kopf. Was sollen wir mit der machen? Die sollen wir im Akkumulator speichern. Also steht hier jetzt eine 9 drin. Dann soll als nächstes der Befehl Jump07 ausgeführt werden. Das heißt, wir überprüfen, ob im Akkumulator eine 0 steht. Wenn das der Fall wäre, würden wir in Zeile 7 weiterspringen und dort weitermachen. Das ist aber nicht der Fall. Also machen wir mit der nächsten Anweisung weiter. 9 ist ja gleich nicht gleich 0. Wir machen also mit der nächsten Anweisung weiter. Add gleich Add 1 besagt, dass wir den Wert, der im Register 1 steht, zum Wert im Akkumulator addieren sollen. Add bezieht sich immer auf den Akkumulator und 1 sagt, das Register 1 soll dazu addiert werden. 9 plus 0 ergibt 9, hier kommt also eine frische 9 rein. Ich wische die jetzt nicht aus und schreibe sie erneut hin, weil sich ja am Wert nichts ändert. Dann soll der Wert, der im Akkumulator steht, im Register 1 gespeichert werden. Das heißt, die 9 kommt jetzt hier hinüber. Beachtet immer, dass in den Registern selber, also die 9 verschwindet hier nicht, sondern wird immer hinüber kopiert gewissermaßen. Dann kommt als nächstes der Befehl Jump 2. Wir sollen also zu Zeile 2 zurückspringen. Dann machen wir das doch einfach mal. Und da steht jetzt Read 0. Wir gucken also wieder nach, unser Eingabekopf, was steht dort? Eine 6, die merken wir uns wieder. Unser Eingabekopf wandert um eine Zelle weiter. Die 6, was sollen wir mit der machen? Die sollen wir im Akkumulator, also im Register 0, speichern. Damit haben wir also hier jetzt eine 6 stehen. Und wir sollen als nächstes wieder überprüfen, ob der Wert, der im Akkumulator steht, 0 ist. 6 ist nicht gleich 0, also machen wir mit dem nächsten Befehl weiter. Add 1. Wir addieren also zum Wert im Akkumulator 6, addieren wir den Wert in Register 1, 9, 6 plus 9 ergibt 15 und damit haben wir also hier jetzt eine 15 stehen. Dann sollen wir den Wert, der im Akkumulator steht, in Register 1 speichern, also haben wir hier jetzt ebenfalls die 15 stehen. Und dann springen wir wieder zurück zur Zeile 2. Da steht wieder der Befehl read 0. Wir lesen also wieder, was steht dort, wo der Eingabekopf steht. Da steht die Zahl 10, die merken wir uns wieder. Der Kopf wandert um einen weiter. Der Wert wird gespeichert im Akkumulator. Und damit haben wir hier also jetzt die 10 stehen. Wir sehen hier auch, warum wir ein extra Register für diese Summe brauchen, weil wir hier immer wieder die neuen Werte gerade einlesen und damit dann verrechnen das Ganze. Das heißt, wenn wir uns hier versucht hätten, die Summe drin zu merken, hätte das nicht gereicht. Die wäre uns irgendwann verloren gegangen. So, wir überprüfen wieder, steht da eine 0, 10 ist nicht gleich 0, also machen wir mit der nächsten Anweisung weiter. Add 1 besagt, wir sollen wieder zu dem Wert im Akkumulator 10 den Wert aus Register 1 addieren, 15 macht also zusammen 25. Damit haben wir hier also jetzt 25 stehen. Dann sollen wir diesen Wert im Register 1 speichern, damit haben wir also auch hier jetzt die 25 stehen. Und wir sollen wieder zurückspringen zu Zeile 2. Damit landen wir wieder hier. Read 0. Wir lesen den Wert dort, wo der Eingabekopf steht. 0. Den merken wir uns wieder. Der Kopf wandert um einen Schritt weiter. Der Wert soll im Akkumulator gespeichert werden. Das heißt also, haben wir hier jetzt eine 0 stehen. Der nächste Befehl kommt. Jump07. Wir überprüfen, haben wir im Akkumulator eine 0 stehen. Ja, das ist der Fall. Also machen wir jetzt nicht mit der nächsten Zeile weiter, sondern springen in die angegebene Zeile. Das ist die Zeile 7 und führen jetzt diese Anweisung aus. Write 1.
Write 1 besagt, wir sollen den Wert, der im Register 1 steht, nicht die Zahl 1 ausgeben, sondern den Wert, der im Register 1 sollen wir ausgeben. Write besagt immer in das Ausgabeband, also dort, wo der Ausgabekopf gerade steht, wird der Wert jetzt also hingeschrieben, in diesem Fall der Wert von Register 1. Das heißt, wir haben hier die 25 stehen, auch dieser Kopf wandert um einen Schritt weiter und dann wandert der Instruktionszähler, der Befehlszähler auch wieder einen Schritt weiter. Jetzt kommt als nächstes Halt, die Maschine hält an und wir sind fertig mit der Ausführung unseres Programms. Und jetzt können wir nochmal nachgucken, 9 plus 6 plus 10 ist 25 und das ist genau das, was wir hier ausgegeben haben. Das Programm hat also für dieses Beispiel zumindest schon mal funktioniert und ich kann euch versprechen, das würde auch für beliebige andere Eingaben funktionieren, sofern sie mit einer 0 abgeschlossen werden. Das ist immer wichtig, die Eingabe muss irgendwann durch eine 0 abgeschlossen werden, sonst läuft das Programm unendlich lange weiter und würde nie zu einem Ergebnis, nie zu einer Ausgabe hinkommen. Das darf natürlich nicht sein. Damit haben wir jetzt unser erstes Programm für eine Registermaschine geschrieben. Das erste, was wir uns also überlegen müssen, ist der grobe Ablauf. Wie gehen wir strategisch vor? Von da aus können wir dann konkreter werden, können eine Übersetzung in Pseudocode machen. Diesen Pseudocode können wir dann in ein Blockdiagramm umwandeln und das Blockdiagramm können wir dann mehr oder weniger direkt übersetzen in Maschinencode, wo wir dann unsere Anweisungen einsetzen. Das kann bei komplexeren Aufgaben durchaus aufwendiger werden und wir werden im nächsten Video auch noch ein etwas komplizierteres Beispiel sehen. Die Eingabe wird dort einfacher sein, aber die Berechnung dafür ein Stückchen komplizierter. Wir werden dort auch nicht nur mit einem einzigen Register arbeiten, sondern mehrere Register benötigen. Aber das sehen wir dann im nächsten Video. Tschüss, bis zum nächsten Video.